Mein Name ist Ariane Karev und ich bin die Regisseurin von Kriegsspiele, was am 23. November hier im Fridericianum in der Rotunde Premiere haben wird. Genau, inhaltlich setzen wir uns damit auseinander, dass wir mit den Liedern von Mahler, von Finzi und Brahms und Texten, die einerseits Theresa Martin geschrieben hat und die wir im Probenprozess aber auch gemeinsam weiterentwickeln, die Geschichte eines Vaters erzählen, der um seinen verstorbenen Sohn trauert. Dieser Sohn hat die Entscheidung getroffen, in den Krieg zu ziehen, und der Vater begeht eine Trauerfeier gemeinsam mit dem Publikum, um eben seinem Sohn zu gedenken. Und in diesem Gedenken tritt die Erinnerung an seinen Sohn in Erscheinung. Die Figur des Vaters wird von Han Sung-jo gespielt und die Erinnerung des Sohnes bzw. diese Figur des Sohnes wird von Thomas Kaschel übernommen. Und die Erinnerungen kommen immer mehr in den Gedankenraum des Vaters, und darüber erzählen wir die Beziehungen, die der Vater zu seinem Sohn bzw. die Fragen, die noch offen geblieben sind, die Auseinandersetzungen, die noch offen geblieben sind, vielleicht auch die Erwartungen, die man aneinander hat, oder die Wünsche. Und darüber erschafft der Vater sich eine Wunschfigur des Sohnes. Also was hätte dieser Sohn im Leben noch erfahren können? Was hätte der Vater sich für den Sohn noch gewünscht? Welche Möglichkeiten im Leben hätten sich für den Sohn noch ergeben? Und diese Figur der Möglichkeit wird von Michael Tews übernommen. Und der Vater durchspielt quasi Szenarien, die er sich für seinen Sohn wünscht. Und so treten diese Figur der Möglichkeit, die des Sohnes und des Vaters, miteinander in Kontakt. Und so entspannt sich quasi aus einer Liederabendsituation eine szenische Inszenierung, die sich mit den Fragen nach Vater-Sohn-Beziehung, aber auch nach Zurückgelassenheit, nach Trauer und Tod den Weg sucht.